Ja, und damit ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Sporttalk auf TV Berlin. Das Besondere an Fußball-Zweitligist Union Berlin, das ist nicht unbedingt eine reichhaltige Trophäensammlung. Der Vitrinenschrank ist da doch an der Stelle recht überschaubar. Nein, der Verein hat eher das, worum ihn jeder Marketingstratege so richtig beneiden würde. Er hat nämlich ein ganz spezielles Image und auch eine ganz spezielle Vereinsidentität. Underdog, Fußball pur, Fußballtradition wird da gelebt und das Ganze trifft auch zu auf die Beziehung zwischen Verein und den Fans. Denn diese Beziehung ist noch enger als sowieso schon bei anderen Fußballvereinen. Wo sonst wird ein Stadion quasi neu gebaut und quasi in Eigenregie durch die Fans? Das ist eine gute Sache, aber das kann auch schwierig sein, denn in enger Beziehung leben, das heißt auch gegenseitig hohe Erwartungen haben, vielleicht manchmal zu hohe. Und das führt uns zu der Frage, wie kann man eigentlich, wie soll man, wie muss man so einen Club führen? Und da haben wir heute, da bin ich mir sicher, den richtigen Mann da. Christian Beek, der Sportdirektor, ist da. Herzlich willkommen erstmal. Ja, schönen guten Abend. Ja, anfangen tun wir aber mit gestern, mit einer 2:3 Niederlage beim Tabellenletzten in Aalen. Ich vermute mal, der Sportdirektor ist noch ein bisschen ärgerlich, weil er verliert nicht gern. Ja, absolut. Man verliert natürlich nicht gerne. Ja. Ärgerlich nicht, vielleicht ein wenig enttäuscht, denke ich eher, weil wir eigentlich gut im Spiel waren, auf den Bedingungen, die da geherrscht haben, auch gut reagiert haben. Die Mannschaft das angenommen hat, versucht hat, Fußball zu spielen, nach vorne zu spielen. Auch sich Chance und Möglichkeit herausgearbeitet hat, aber am Ende dann durch individuelle Fehler, vor allem in der Defensive, dieses Spiel verloren hat. Und da werden wir in den nächsten Tagen, werden wir das noch auswerten und auch drüber reden, dass diese Dinge nicht vorkommen, weil wir uns daran gewöhnen müssen, konstant Fußball zu spielen. Und das ist momentan das Grundziel unserer Mannschaft, das reinzubekommen, über einen längeren Zeitraum auch 100% oder besser gesagt, fehlerfreie Leistung abzuliefern. Da müssen wir hin. Da kommt immer so das Thema Einstellungsfrage. Ich bin mir sicher, die Einstellung bei der Mannschaft stimmt. Die wollen gewinnen. Ja. Sind Sie ein bisschen enttäuscht vom Verlauf dieser englischen Woche? Sie wollten sich ein bisschen absetzen. Das offizielle Ziel ist ja immer noch, nicht abzusteigen. Ja, das ist ja zumindest theoretisch noch möglich. Jetzt fehlen ein paar Punkte in dieser Rechnung. Stört Sie das ein bisschen? Mich stört es grundsätzlich, wenn man sich vornimmt, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann am Ende einer englischen Woche hat das nicht immer geklappt. Aber das wäre ja zu einfach. Die Art und Weise der Mannschaft hat gestimmt in den letzten drei Spielen. Wir haben zu Hause gegen Koblenz in Rostock und jetzt auch in Aalen, was die Einstellung betrifft und was den Willen betrifft, keine Probleme gehabt. Das war auch in Paderborn ein einmaliger Ausrutscher. In der Verfassung haben wir die Mannschaft in den letzten anderthalb, zwei Jahren nicht gesehen. Und demzufolge ist das auch in Ordnung. Aber darüber hinaus müssen wir natürlich, was die Defensive betrifft, uns wesentlich konsequenter und konzentrierter präsentieren. Aber genauso gilt das auch für die Offensive. Wir haben sicherlich jetzt zwei Tore geschossen in Aalen. Aber das Spiel in Rostock hat auch gezeigt, dass uns da denn der letzte Biss fehlt, die letzte Gier fehlt, auch Tore zu erzielen. Und das macht es ja nun mal aus. Abgesehen davon kriegen Sie jetzt wahrscheinlich keine Anrufe mehr und werden nach Aufstieg gefragt. Ist das nicht was Positives für Sie? Ich hätte diese Anrufe liebend gerne, weil da sind keine schlimmen Anrufe, wenn man gefragt wird, uns schafft ihr es in die erste Liga, keine Frage. Aber das war natürlich ein Thema für den Herbst, wo wir wirklich sehr, sehr gut gestartet sind. Aber ich glaube, seitdem hat auch jeder realisiert, dass wir eine Fußballmannschaft sind, die gerade angekommen ist in der zweiten Liga und die über einen längeren Zeitraum da auch nicht dabei war und die Spieler in ihren eigenen Reihen hat, die auch nicht über so viel Erfahrungswerte verfügen, konstant 34 Spieltage auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Und ich denke, die Sachlichkeit ist eingekehrt und das ist auch ganz gut so. Doch ein bisschen darüber zumindest zufrieden, ne? Ja, absolut. Ja. Man kann sich das auch anders vorstellen. Wir sehen das momentan vor allem im Rostock, denke ich, und auch in Cottbus oder die Mannschaften, die da auf diesen Abstiegs- und Relegationsplätzen stehen. Da ist der Druck und die Anspannung viel, viel höher. Da muss man ganz anders mit der Situation umgehen, weil es ist unheimlich schwierig, dann auch abzuhaken, wenn man richtig schwach war, um dann am nächsten Wochenende 100% wieder abliefern zu können. Das ist eine Frage von Erfahrung und von Umgang mit negativen und positiven Dingen. Und das braucht man in dieser Saison noch nicht lernen, aber ich denke mal, das wird kommen. Nun hat dieses 2:3 in Aalen eine Vorgeschichte, die begann auf Schalke. Klingt ein bisschen merkwürdig. Hintergrund ist, die Mannschaft war im Trainingslager vor dem Spiel in Aalen, hat sich das Bundesligaspiel am Freitag war es? Korrekt, Freitagabend. Ja. Am Freitag angeguckt, Schalke gegen Dortmund. Und danach ist was passiert. Erklären Sie uns, was passiert ist. Na, erstmal sollte es ja eine Weiterbildungsreise sein, dass unsere Jungs sich die erste Liga hautnah anschauen können, was auch
Aber die haben schon Erstligaspiele gesehen, ne? Oder? Ja, aber hautnah in einer Felddienstarena. Ich glaube, besser geht's nicht. Mehr kann man eigentlich nicht mitnehmen. Und danach gab es aber halt einen unschönen Vorgang, in dem auch Yusuf Dogan verwickelt war, den wir mit Absicht auch nach dieser Geschichte dort in Gelsenkirchen nicht an die große Glocke gehangen haben, weil das natürlich die Konzentration aufs Spiel, aufs Wesentliche natürlich total zusammenfallen lässt und haben das Ding unter uns behandelt und haben heute Vormittag nochmal intensiv zu diesem Thema zusammengesessen, das bewertet und ausgewertet und möchten dazu eigentlich großartig keinen Kommentar nur aber abgeben. Wir wollen zumindest erklären in Grundzügen, was aus Ihrer Sicht passiert ist. Sie sind nämlich angegriffen worden nach dem ja, Spiel. Ja, es gab einen Vorgang, dass Zuschauer bei diesem Spiel, man weiß nicht, welche Zuschauer es waren, weil es war nicht zuordbar. Es war ja auch schon sehr, sehr finster und die Dinge, die, um es mal gleich auch vorwegzunehmen, da in der Boulevardpresse um sich fliegen, haben mit der Realität sehr, sehr wenig zu tun und sind eher dem negativen Spektakel geschuldet. Es gab da einen Vorgang, wo unser Spieler Yusuf Dogan auch verwickelt war und der eine oder andere Spieler auch. Also aber Sie wurden tätlich angegriffen? Ich bin ja gleich fertig. Entschuldigung, okay. Das nichts mit den Dingen zu tun hat, die in der Zeitung stehen. Yusuf Dogan wurde tätlich angegriffen, das muss man ganz klar sagen. Der Vorgang ist auch sehr, sehr unschön, aber es ist nichts weiter daraus resultiert. Also es gab weder Massenschlägereien noch Massenfluchtaktionen, wie dargestellt wurde, sondern man hat sich dann zusammengefunden, ist in den Bus eingestiegen und im Prinzip in Ruhe dann nach Klosterfort und Marienfelde gefahren. Für uns nicht ganz verständlich, weil wir mit den Schalke-Fans bisher ein richtig, richtig gutes Verhältnis haben, das auch weiterhin so bestehen haben wollen. Aber man sieht auch daran, wie gefährlich die Gesellschaft geworden ist, wie unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden, wie unterschiedlich Menschen reagieren, wenn sie andere Menschen sehen, nur weil sie den Eindruck haben, sie sind jetzt nicht einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Das ist eigentlich das, was wir damit rausnehmen, dass wir solche Dinge nächstes Mal wirklich sehr, sehr vorsichtig angehen. Also Sie wurden provoziert, das will ich nur noch kurz nochmal klarstellen. Sie wurden provoziert, nicht umgekehrt, und Sie waren aber als Unioner gar nicht erkennbar, oder? Wir waren privat dort, wir hatten auch keine Coach-Jacken an oder waren mit unseren Ausgehanzügen gekleidet, sondern privat. Und demzufolge waren dort andere Menschen auf der Suche nach Krawall, wo sich aber unsere Spieler, vor allen Dingen auch Yusuf Dogan, hervorragend verhalten haben und diesem auch komplett aus dem Weg gegangen sind und wir dann auch trotz des wirklich schlimmen Vorgangs, weil so eine Sache auch Spieler belastet, logischerweise, weil das ist ja nicht normal, sind sie dann ganz friedlich auch nach Hause gefahren und haben dann versucht, am Sonntag, was ja wichtig war, dieses Spiel, auch mit dieser Geschichte und der Geschichte vom Samstag, dass Carsten Busch sich noch das Wadenbein gebrochen hat im Training, wirklich richtig gut umgegangen und haben wirklich richtig gut versucht, Fußball zu spielen gestern. Und das muss man der Mannschaft hoch anerkennen, weil das waren am Ende zu viele Faktoren, die eigentlich ablenken können. Und dafür waren sie gestern dann auch richtig gut. Thema ist für Sie juristisch abgehakt? Oder wie, ja, absolut. Wie juristisch abgehakt. Ich möchte es mal so sagen. Wir hatten eine Geschichte, Torsten Matuschka in Düsseldorf, wo er ein Feuerzeug abbekam. Dort gerichtlich vorzugehen oder rechtliche Schritte einzuleiten, ist leider Gottes wenig von Erfolg gekrönt, weil man dort unheimlich wenig machen kann. Wichtig war, dass derjenige, der damals das Feuerzeug geworfen hat, sofort ausfindig gemacht wurde, von Fans, von eigenen Fans von Fortuna Düsseldorf ausfindig gemacht wurde und die Strafe, die Fortuna Düsseldorf bekommen hat, dort auch sofort umgelegt wurde. Und das ist ein Selbstreinigungsprozess, der sehr, sehr wichtig ist und der uns alle angeht. Und da müssen wir sehr, sehr wachsam sein bei solchen Sachen, dass sowas nicht passiert.